Folge 40, eine runde Zahl von Metro Last Light. Wir sind auf dem roten Platz oder auf dem, was davon übrig geblieben ist. Und sehen hier lauter Visionen. Ja. Verstorbenen. Oh. Und wir müssen ausnahmsweise erstmal nicht gegen die ganzen mutierten Viecher kämpfen. Noch nicht, aber ich glaube, das wird sich ändern. Solange wir die halt in Ruhe lassen. Achso, da oben, das ist wohl der, man sieht ihn hier so ein bisschen durch die Wand da schimmern. Da ist der Schwarze, ja, der vorgelaufen ist. Ja, da. Also wir sind auf dem richtigen Weg. Ich hoffe es. Was in dem Spiel aber auch nicht so schwer ist. Das stimmt. Gut für uns. Wartet er schon. Die andere Aufzeichnung. Das sind böse Leute. Oh oh. Viele. Sehr rot. Versteck dich da mal sonst hinter den Trümmern, ne? Achso, oder? Oh, die Taschenlampe aus. Ach. Aber wo denn? Vielleicht ein Gebäude vorne weg. Ein bisschen seitlich durch die Häuser schleichen. Na, lässt uns nicht rein. Können die Magazine, die Patronen. Noch eine! Waffe auf dem Boden und Hände hinter den Kopf! Ist doch Pavel, oder? Verdammt nochmal! Es ist Aktion! Na, dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Sonderbefehl direkt von Genosse Korbu bezüglich dieses Rangers. Wir sollen ihn eliminieren. Feuer! Feuer nach eigenem Ermessen! Nicht bleiben! Ich helfe! Okay. Wie hilft sie? Oder er? Nicht mehr. Zu erschöpft. Eliminiert ihn! Führt den Befehl aus! Wenn wir sie lieber abhauen sollten, hat er auch irgendwie gesagt. Nee, also. Nicht bleiben. Oh ja, kannst du auch alle abschießen. Mal gucken. Vielleicht geht das ja auch, keine Ahnung. Ja, siehst du, sie hilft mir. Au, au, au! Rechts! Ah, fuck. Wie ging nochmal das Heilen? Weißt du das noch? Ja, mit dem Digipad. Das dauert natürlich mal ein bisschen. Ich versuch's mal hier rum. Habe ich nicht die drei Nervensägen da in der Seite? Hm. Man kann doch nirgendwo rein in die Hauseingänge, oder? Nee, man ist hier so. Das ist so ein bisschen so die The Rock-Szene. Waffe auf den Boden und Hände hinter den Kopf. Verdammt, Mann, es ist Aktion! Na, dein Glück musste ja irgendwann aufhören. Du kannst den Befehl bezüglich der Waffe ignorieren. Kameraden, wir haben einen Sohn. Nicht bleiben! Ich helfe! Was meint ihr damit? Nicht bleiben? Wohin sollen wir denn? Nee, wir sollen. Wir, also. Nicht mehr. Zu erschöpft. Ich glaube, sie meint bloß, dass sie halt. Beim Kämpfen hilft. Führ den Befehl aus! Na? Unten. Ich helfe dir zu sehen. Ja, da. Ah, okay. Oh, oh. Ah. Mein Rechner schon wieder ganz schön mit der Framerate, was durch das Kämpfen nicht gerade angenehmer macht. Ja, dafür seht ihr mehr. Du hättest bei der roten Linie bleiben können. Jetzt hat sich hier so ein Nebel aufgezogen, oder? Kommst du da vorne das Tor rein? Guck mal. Warte mal. Hier das rote. Mhm.
Nein. Oh. Na komm, sag ich nochmal. Aber du musstest fliehen und dann genau hierher kommen. Manchmal solltest du dein bescheuertes Hirn noch benutzen. Doch, hallo. Wechsel mal den Filter. Die reden da mit uns. Aber es hakt. Schön frech, der Kollege. Echt mal. Da taucht doch immer mal wieder ein Laser auf. Mhm. Viele sind ja nicht mehr übrig. Ja. Das ist das Pavel selber. Ja, auch. Die anderen haben grüne Laser. Mhm, deswegen. Rechts von dir ist ein Laser auch einer. Den Pavel mache ich jetzt aber richtig gerne kalt. Naja, klar, ist super Typ. Das ist auch langsam der letzte hier, Pavel. Ja. Große Töne spucken, aber seine blöden Kumpels alle schon weg. Oh ne. Also wir neu gerufen bestimmt, ja. Achso, das ist. Mach das blöde Licht aus. Ah, da kommen wir jetzt. Ja. Granat vielleicht für die oder so? Rechts, Alter. An dem Hauseingang hockt noch einer. Scheiß. Ja, das hättet ihr euch mal überlegen sollen vorher. Du hast also beschlossen, hier aufzutauchen? Du hast Eier in der Hose, so viel ist sicher. Au. Oh, Scheiße. Ich dachte, da oben steht keiner. Den habe ich nicht gesehen. Ah, Mist. Aber es ah, Gott sei Dank. Glück gehabt. Du hast Eier in der Hose. So viel ist sicher. Du bist ein hartnäckiger Hurensohn. Also, bist du hergekommen, um es Lennon zu bringen? Komm schon her! Schon abher! Oh, das ist aber ganz cool gemacht eigentlich, die Szene. Mhm. Also man kann ihn da nicht erschießen. Der geht halt immer einen Schritt weiter, wenn man ihn ein paar Mal getroffen hat. Aber wir müssen mal gucken, die können schon erschossen werden. Ja. Rechts von dir ist er. Klar. Boah, das ist aber dann auch wieder ich glaube, man muss aus der Deckung immer ihn treffen, ja. Du darfst gar nicht erst rausgehen. Ja. Das ist so gescriptet. Also so nett wie die Idee ist. Du hast Eier in der Hose, so viel ist sicher. Komm schon, Ranger. Töten und verstümmeln, wie du es gibst. Oder bist du ein Angsthase? Verdammt, du bist ein. Ah, er löst dann immer ein Skript aus. Hm. Das pumpt aber gerade ganz schön, dass sie mal lieber nicht treffen. Gedächtnisfernsehen wieder. Der Test an der Oktyabrskaja war erfolgreich. Das Virus tötet schnell und wird schnell inaktiv. Wenn wir genug davon bekommen, könnte die ganze Metro ausgelöscht werden. Aber zuerst müssen wir D6 einnehmen.
Daher haben Sie, Genosse Morosow, nur eine Chance dafür. Der Orden hat gute Kämpfer, aber es sind zu wenige, um alle Zugangspunkte abzudecken. Unsere Späher haben einen schwach verteidigten Eingang gefunden durch den Kreml. Während Miller bei der Friedenskonferenz in der Polis ist, kann er seine Männer nicht befehligen. Ja, dann schlagen wir zu. Noch eine Woche, dann bricht ein neues Zeitalter an. Hat zwar kaum verdient, aber mein Gott, so sind wir nicht, ne? Helf mir dir mal. Schon die besten Tage gesehen, der Pavel. Das ist aber nachvollziehbar, was man praktisch vom Karma-Platz kriegt, weil jetzt der Schwarze gelernt hat, was Vergebung ist. Mhm. Das könnte wichtig sein. Können wir mit ihm sprechen? Nee. Dem nichts mehr zu sagen, dem Pavel. Mhm. Tja, lassen wir ihn da liegen. Mhm. Oder? Was ist das? Das glaube ich richtig. Sieht gut aus. Mal wieder runter, oder ist jetzt rechts irgendwas offen dann? Das Tor oder so. Nee, nicht wirklich. Halt noch irgendwo oben lang gesollt, auch die Richtung ist schon vielleicht richtig. Vielleicht müssen wir oben irgendwie durchs Fenster springen oder so. Ja, probier das mal. Unten war jetzt ja alles abgeriegelt. Probieren wir das mal. Ach, das sind so da hinten raus. Einfach. Ja, da ja. Die Brüstung da rechts neben Pavel. Bringt so ein bisschen raus. Ach so, hier einfach rüber, meinst du? Ja. Ja, klar. Na gut, Pavel. Tschüss. Ach, gut. War nicht schön mit dir. Jetzt konnte man ihm gar nicht ins Gesicht schießen. Wofür? Nur fürs gute Ende. Wir kriegen nicht das gute Ende. Das da kommst du zurück, oder? Ja. Und schießt ihm noch ins Gesicht. Wir sind auch ganz schön kaputte Menschen. Ja, das stimmt. Wir müssen es rechtzeitig zur Polis und der Friedenskonferenz schaffen. Es wird keinen Frieden geben. Nur Krieg. Den letzten Krieg. Jetzt kenne ich die Antworten auf alle Fragen. Pavels Kopf stellte sich als wahre Schatzkammer heraus, was Korbuts finstere Pläne betrifft. Mhm. Dann machen wir mal weiter. Durch den Garten. Durch den Garten. Oh, das Wetter ist schon wieder umgeschlagen. Ja, zur Polis ist jetzt nicht mehr weit. Dann können wir jetzt in der nächsten Folge mal den Garten erforschen. Und wir zum Finale. Irgendetwas ist hier seltsam. Warte. Nö. Oh, krass. Kann es nicht mehr lang sein, oder? Eigentlich nicht. Na gut, und bevor es im Garten hier richtig rund geht, machen wir lieber unsere Pause. Und sehen uns dann in der nächsten Folge. Okay, bis dann. Ciao.